Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft, in der wir nun noch einmal Rathaus machen, wie auch in der 200. Folge gestern, machen wir in der 201. Folge heute nochmal Rathaus. Das haben wir ja sehr, sehr selten bisher gemacht. Nee, oh Mann, das nervt mich irgendwie tatsächlich schon. Ich sag das, wir machen das ja schon jetzt ein paar Folgen Rathaus, ne? Das ist schon ätzend, aber ich habe überlegt, das Ganze ja mit dem Fichtenholz zu machen, das Dach. Das heißt, vielleicht machen wir doch kein Rathaus. Moment, muss ich mal eben gucken. Ich gehe mal erst eine Runde pennen und danach gucken wir uns das Ganze mal an, wie viel Holz wir haben und wie das aussieht. Und danach entscheide ich, was ich mache, ob ich Holz hole oder Rathaus mache. Aber irgendwann müssen wir den Kack ja fertig kriegen. Je eher, desto besser, ne? Ah, guten Morgen. Ey, das sieht echt cool aus mit dem Baum da vorne. Hat was. Finde ich gut. So, das hier sieht auch super aus. Eigentlich wie jeden Morgen. Wir gehen da mal wieder runter. Habe ich hier Fichtenholz? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe gar nichts da, Mann. Ja, da muss ich jetzt mal kurz im Lager gucken, weil in der Holz- bzw. Setzlingkiste da hinten, da ist sowieso nichts drin. Da habe ich ja schon geguckt. Hier wird auch nichts drin sein. Ah, was sag ich? Und wirklich was von dem hier habe ich ja nicht. Ach, drei Fichtenholz habe ich noch. Ja, warte mal, dann packe ich mir mal die ganzen Treppen hier weg. Sind gar nicht so viele. Wie gedacht. So, wo haben wir nur 21 Stück? Das ist aber ganz schön wenig. Okay, 26 Treppen. Ja, da kommen wir vielleicht so gerade eben mit der ersten Reihe hin. Unter Umständen. Wobei ich noch nicht mal das glaube. Naja, ich probiere einfach mal. Naja, ich glaube, wir können uns sowieso jetzt erstmal ein bisschen Holz holen. Denn wir müssen sowieso noch Tropenholz haben. Ah, Mann, oh. Aua. Ja, das hat ja echt super geklappt jetzt, ne? Und nochmal von vorne. So, jetzt aber. Mensch, ist das ziemlich kacke hier jetzt, ne? So, jetzt aber nochmal vernünftig. So, das passt doch. Aua. Ah, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich Holz holen. Mann. Da kriegt man ja echt die Krise. Und ich gehe mal in die Richtung, ich gehe immer in die andere Richtung, also gehe ich jetzt mal in die Richtung. Dann hole ich da hinten Holz. Und wenn ich da hinten... Ah, jetzt spring doch vernünftig da hoch, Steve. So, und wenn ich da hinten jetzt vernünftig Holz geholt habe, was, glaube ich, ein bisschen weiter weg ist, dann schaue ich mal. Ich glaube, da hinten ist kein Fichtenwald. Ah, doch, da ist Fichtenwald. Gut. Dann hole ich jetzt Fichtenholz und Dschungelholz ein bisschen. Und danach gucke ich mal, dass ich das fertig mache irgendwann in der nächsten Folge. Obwohl fertig ist übertrieben. Dass ich da mal mit anfange mit dem Dach, das ist ja dann doch ein bisschen groß. Ich gebe mir Mühe, das möglichst schnell und möglichst gut durchzuziehen, dass das Ding fertig wird. Auch wenn es ein bisschen länger dauern kann. Ich hoffe, dass es das nicht tut. Der sieht doof aus, den mach ich weg. So. Aha, Frust abbauen. Nee, der sah echt doof aus, so einzeln da. So allein. Hallo, Elefante. Ja. Da steht der Sand ist so saumäßig hell, ne? Ach, guck mal, da ist ja direkt der Dschungel. Der ist cool, der Baum. Lol. Okay. Hier sind noch Setzlinge. Cool. Ich habe wieder ein paar Setzlinge. Jo, wow. Das sieht ja mal richtig episch aus.
Das ist echt voll cool, der Baum da wieder da steht. Der steht ja direkt am Wasser. Ich muss mir noch so einen Baum pflanzen. Unbedingt. So, Frage. Soll ich mal so einen wegholzen? Nee, ne? Ich glaube, danach habe ich genügend Holz, aber ich habe... Oh doch, ich habe genügend Platz im Inventar. Aber jetzt so ein Wegholzen, das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Alter, das ist ja voll der Riesendschungel hier. Es sei denn, ich sage, ich holze den weg. Und genau das probiere ich jetzt mal. So einen wegzuholzen, das wird eine richtig krasse Aufgabe, du. Das wird bestimmt cool. So. Ich glaube, den da hätte ich nicht weghauen dürfen. Ich lasse den mal vorsichtshalber da. Ah, super, da ist ja auch noch was. Ey, das habe ich so gekriegt. Moment, da kann ich hier ein bisschen Grünzeug mitnehmen. Und danach ist die Schaufel kaputt. Ach, die Schaufel, die Schere kaputt. So. So, komm her. Oh, nein. Ich muss da hoch. Ah, ich darf da nicht runterfallen. Eigentlich... Oh, da ist ein Tropensitzling. Ich habe ihn gekriegt. Lol. Das war jetzt ziemlich witzig. Warum? Was war das denn jetzt für ein komischer Fehler? Naja, egal. Lassen wir den Fehler Fehler sein und machen hier einfach mal weiter. Ach, wie cool. Ich bin oben. Ja, jetzt muss ich hier langsam runter und das Ding Stück für Stück abholzen. Und dabei am besten dann alles Mögliche einsammeln, was hier daneben geht. Wobei der anscheinend nicht ganz so mega hoch war. So. Megabaum gefällt. Cool. Wie viel Holz ist dabei rumgesprungen? 43 Stück. Aber ich denke mal, damit kommen wir klar. Gut, auf in den Fichtenwald. So, wie mache ich das am besten direkt hier? Aua. Attacke. So. Bing, bing. So, 15 Level haben wir. Wir müssen mal wieder was verzaubern irgendwann. Das wäre auch mal wieder was. So. Ein Rochen. Ja, jetzt schwimmt er. Alter, du hast so den komischen Kopf, Kollege. Hier hätte das Biom ein bisschen mehr Farbe, aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen trist, finde ich. Macht aber nichts, wir gehen nicht ins triste Biom. Wir gehen rüber in den Fichtenwald. Ich sehe schon jede Menge Exemplare, die wir uns klauen werden. Ein bisschen Schnee wäre schön, ne? Wenn es schneien oder regnen. Ja, Regen nicht, aber Schnee wäre schön. Warte mal, da kann man ja ein bisschen zaubern. Was machen wir denn? Den machen wir, ne? Ja, geht nicht. Hä? Hallo? Ach ja. Wie war das? So, ne? Ein bisschen verschreiben. Ah, ich muss hier gerade ums Mikrofon rumschreiben. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt aber. Ja, wir haben Schnee. Juhu. Gut, keine Ahnung, wie lange der jetzt anhalten wird. Ist auf jeden Fall ein bisschen schöner. So. Ah, das ist doch schön. Moment. Irgendwie jetzt so eine schöne... ein schönes Bild suchen. Ich finde das nämlich ziemlich cool, wenn das hier schneit.
Ja, jetzt muss ich ja nur hochkommen. So. Das ist doch schön. Ah, au! Das hat wehgetan. So, jetzt nehmen wir uns aber erstmal jede Menge Holz mit. Sollte das Holz das wollen? Wow, was war das? Ach, der da. Alter, erschreck mich doch nicht so. Mensch, du blödes Vieh, du. Da brüllt der hier rum, du. Unglaublich. So, Holz gekriegt. So, das nehme ich mir auch mal mit, auch wenn der jetzt ein bisschen hoch ist. Aber ich brauche das Holz. Oh, Mist. Ja, so war das jetzt nicht geplant. Naja, können wir die Axt einmal richtig ausreizen. Welchen hauen wir denn noch weg? Den hauen wir weg. Na super. Das hat's vollgebracht. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, und jetzt weg mit dem Holz. Ja, okay, ruhig. Ruhig. Ne, du kleiner Bär? Ja, jetzt geht er einfach durch mich durch. Wollte gerade sagen, du hast aber witzige Augen. Ja, doch, hast du. So, jetzt nehmen wir noch einen Baum mit. Und danach muss ich mal gucken, ob ich dann noch einen Baum mitnehme. Ja, ich nehme den hier noch mit. Oh, der ist aber klein. Oh, jetzt hat's gehakelt. Ja, Klappe Bär. Ist der auch so klein? Ja. Oh. Ich will den Holz. So, ich nehme mir noch mehr Holz. Ah, der hier, der kommt auf jeden Fall weg. Ah, Mann, da hinten regnet's. Regen finde ich nicht so schön. Schnee ist voll cool. Das finde ich richtig schön. Der Regen kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, nee. Regen. So, Schnee. Juhu. So, oha. Der ist groß. Den nehme ich mit. Den kaufe ich mir. Ja, jetzt muss ich wieder Erde setzen. Hallo. Mann, jetzt setzt doch da die Erde hin. Ach super, einmal hätte gereicht. Völlig egal. Den kleinen hier, den nehme ich auch mal mit. Der anscheinend größer ist, als ich dachte. Dann nehme ich mir noch den da mit. Der sieht auch ganz gut aus. Vernünftiger Baum da. Leider ist Weihnachten schon vorbei. Aber egal. Was ist denn das? Alter, du bist voll der hässliche Baum. Du kommst weg. Das ist ja richtig merkwürdig. Einfach so ein mega langer Stamm und dann so ein klitzekleines bisschen Laub oben drauf. Total strange. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt eigentlich? Oh, wow. Das ist viel. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich nehme ja noch ein bisschen was mit. Und dann mache ich gleich auch schon Schluss. So. Einen zweiten 64er würde ich gerne noch voll kriegen. Das heißt, ich brauche noch 24. Oh, naja, egal. Ja, der ist eh nicht groß genug, als dass es sich gelohnt hätte, sich auf den zweiten Stamm zu stellen. So, hier aber bestimmt... Oh, jetzt habe ich den weggehauen. Ach, egal. Egal, passt schon. Sag ich doch, passt schon. So, der ist aber ziemlich groß, der Fichtenwald. Hätte ich nicht gedacht. Den hier klaue ich auch noch weg. Oh. Oh. Komm her damit. Ich will das haben. Komm her. Ja.
So, den klauen wir uns auch nochmal eben hier weg. Dann... Cool, wir haben einen Truppensetzling. Guck ich mal... Wo haben wir da? Ach, 264. Oh, exakt. 43 Dschungelholz. Gut, dann war's das, ne? Dann würde ich sagen, reise ich nach Hause. Aber ich glaube, ich muss erstmal eine Folgenpause machen. Das hat sich ja so schön gereimt. Ne, eine Folgenpause. Das hätte auch gepasst. Ich reise nach Hause, aber mache vorher eine Folgenpause. Ja. Mit Regen. Hey, warte. So, T/Wasser clear. Wechsel zu schönem Wetter. Dann müsste jetzt gleich der Regen aufhören. Und er hört auf. Wunderbar. Da haben wir noch den einen oder anderen Setzling. Dann hoffe ich sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass ihr dann auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich weiß gar nicht, wo zu Hause ist. Weiß ich immer noch nicht. Da. Ist aber richtig. Die Richtung ist richtig. Gut. Dann auf Wiedersehen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao.